Moin und willkommen zum zweiten Webinar in unserer Reihe. Heute geht es um Product Visuals im E-Commerce. Wo kommt das Ganze her? Was hat das für einen Hintergrund? Was hat das für eine Geschichte? Wo wird es aber auch hinführen, das Ganze? Und wie kriegt man das dann überhaupt noch bewerkstelligt? Darüber möchte ich heute ein Stück weit reden. Und mein Name ist Patrick Pack. Ich habe vor über 12 Jahren mit dem David Wischnewski zusammen RenderDat gegründet, eine Agentur im Endeffekt für CGI, die aber einen starken Fokus auch auf Softwareentwicklung hat. Wir haben uns beide im Studium zur Architektur in Aachen kennengelernt und ich greife jetzt mittlerweile schon auf über 20 Jahre Erfahrung in der Software- und CGI-Welt, in der Branche hin. Und kann da dementsprechend auch einiges zu erzählen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das würde ich ganz gerne mit euch und Ihnen hier heute tun. Starten wir doch mal mit einer kleinen Zeitreise. Wie fing denn Werbung überhaupt an oder beziehungsweise wie fing denn die Produktvisualisierung überhaupt an? Und dazu gehen wir eine ganze Ecke zurück, nämlich ins Pompeji 525 nach Christus. Da war es nun so, dass es da schon Händler gab, aber es gab noch kein, noch kein Internet logischerweise, es gab noch kein, noch keine richtige Produktfotografie und Co. Aber trotzdem ist da zum ersten Mal was aufgekommen, nämlich bei Aulus Umbricius. Der war ein Fischsoßenhändler, ein Gaurumhändler im alten Pompeji. Und der hat an seinem Haus seine Fischsoße vermarkten wollen. Und das ist tatsächlich ganz spannend, weil es ist der erste Nachweis von Produktwerbung, also von Produktvisualisierung überhaupt. Und das Ganze sah so aus, also das ist jetzt eins davon. Er hatte tatsächlich 4 von diesen Mosaiken eigentlich so im öffentlichen Raum, also direkt bei sich vor dem Haus an 4 Ecken, hat er damit Werbung getrieben. Und wie gesagt, das ist der erste Nachweis hier, oder zumindest der erste Nachweis, der halt noch erhalten ist, von Produktvisualisierung. Also hier wurde auch tatsächlich halt praktisch so eine Gaurum, so ein Krug im Endeffekt halt dargestellt. Und damit wollte er nichts anderes sagen als, hey, ich habe tatsächlich die beste Würzsoße, ich habe die beste Fischsoße im Lande. Kauft bei mir. Und genau dabei sind wir im Endeffekt auch geblieben. Also, dass wir tatsächlich Produkte darstellen, um sie zu verkaufen. Und das ist tatsächlich, wie man auch nachher nochmal sehen wird, wie ich nachher nochmal drauf eingehen werde, ein Bedürfnis von Kunden einfach. Also, Produkte vorher zu sehen. Das Ganze wird dann ein bisschen lauter, so im Mittelalter. Da kommen die Marktschreier auf. Da geht es dann nicht mehr unbedingt um das Visuelle. Also, das wird auch dargeboten, aber man schreit halt tatsächlich. Verkündet so, dass man im Endeffekt die besten Produkte hat. Die Produkte liegen dabei aber in einer ganz normalen einer Auslage. Das heißt, also, man kann sich die Produkte dann auch so ansehen. Das Ganze wechselt dann im 19. Jahrhundert, geht nochmal mehr in den öffentlichen Raum. Also wir hatten ja vorher praktisch so einen halb öffentlichen Raum eigentlich mit dem Privathaus bzw. dem Geschäft. In Pompeji, dann ist es in den Märkten, also die Marktschreier gehen dann auf die Märkte und schreien da an einem sehr spezifischen Ort. Dann kommen die Litfaßsäulen auf, also eigentlich Out-of-Home-Werbung, so wie wir es heute auch kennen. Das dann aber tatsächlich im normalen öffentlichen Raum, also nicht mehr gebunden an Zeiten, sondern es ist dauerhaft, ist Werbung jetzt präsent im öffentlichen Raum. Und das ist ganz spannend, hier sieht man das auch nochmal ganz gut, denn am Anfang ist das sehr viel textbasierte Werbung. Das ändert sich dann mit der Zeit natürlich auch, aber das ist tatsächlich vom Druck her auch hier dann relativ einfach. Also da geht es schon in den öffentlichen Raum. Und dann machen wir wieder einen großen Sprung, nämlich ins 20. Jahrhundert, da fing dann E-Commerce an. Und hat nochmal alles umgekrempelt im Endeffekt. Denn wir gehen jetzt praktisch hin und verlagern durch E-Commerce tatsächlich das Kaufverhalten komplett ins Dezentrale
Und wir sehen dabei halt auch, dass tatsächlich Bilder immer wichtiger werden. Ein Beispiel hierfür ist tatsächlich auch der erste bestätigte Kauf. Das ist die Sting-CD Ten Summoner's Tales gewesen. Die ist auf Netmarket 1994 von Phil Brandenburger gekauft worden. Das ist der erste bestätigte Online-Kauf überhaupt. Also seit 1994, das ist noch gar nicht so lange her. Und das ist ganz spannend, weil diese Geschichte hilft, glaube ich, auch so ein Stück weit dabei zu verstehen, wo befinden wir uns jetzt, wo haben wir uns in der Vergangenheit befunden und was kommt da noch auf uns zu. Und das möchte ich jetzt an ein paar Beispielen darstellen. Einmal hier ein Kunde von uns auch, praktisch einfach nur ein Screenshot von der Website 2004, wie das Ganze aussah. Und das soll jetzt hier überhaupt nicht in irgendein Blaming oder so übergehen, aber das Ganze sieht natürlich 2004 noch alles sehr, sehr ja, rustikal aus, sehr in den Kinderschuhen. Die Bilder sind auch tatsächlich jetzt in dem Fall eher Stimmungsbilder, also man hat noch nicht mal ein Milieu, sondern es geht tatsächlich um die Stimmung, die dort eingefangen werden soll. Man zeigt gar kein Produkt jetzt hier in dem Fall. Das Ganze ändert sich dann. Die Produkte werden wichtiger dabei, also die Produktdarstellung wird wichtiger. Hier noch mit solchen Glanzeffekten, das hat man damals halt auch gemacht, mit solchen Blättern, die hier drin sind. Aber allgemein auch einfach mehr visuelle Darstellung. Das ist ganz spannend. Das Ganze wechselt dann nochmal in der heutigen Zeit. Da wird das Produkt tatsächlich, wie jetzt hier auch, ganz schön zu sehen. Das ist hier sogar auf den Sockel gehoben. Also das Produkt wird praktisch wirklich glorifiziert hier ein Stück weit und wird auch sehr, sehr also qualitativ sehr, sehr hochwertig dargestellt. Und das ist jetzt hier beim Beispiel Miele eins von ganz vielen. Also im Endeffekt mehr Qualität. Gestern, heute und morgen wird dann dementsprechend auch noch mehr Qualität gewünscht. Wir ziehen weiter. Wir ziehen zum nächsten Thema, zum nächsten Beispiel IKEA. IKEA seit 2004 da schon auch ein Stück weit anders aus. Auch tatsächlich jetzt hier schon wirklich mit eigenen Produkten. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, auch hier schon der Pax-Schrank, den ja viele Leute auch kennen. Das ändert sich aber trotzdem dann auch nochmal über die Jahre. Also hier werden auch Bilder größer und nochmals größer. Also man sieht hier tatsächlich auf der Landingpage, dass das Bild hier doch einfach einen sehr, sehr großen Anteil der Fläche einnimmt im Design. Also im Endeffekt mehr Präsenz. Mehr Qualität, mehr Präsenz haben wir bis jetzt. Gucken wir uns mal Amazon an, weil Amazon ist ja tatsächlich für den E-Commerce so das Paradebeispiel immer wieder, wie es funktioniert, wie man E-Commerce vorangebracht hat und wie auch da Vertrauen aufgebaut wurde. Amazon 2004 ist tatsächlich auch in der Vorbereitung, als wir die Präsentation vorbereitet haben, wundert man sich immer wieder, wo man vor 20 Jahren tatsächlich noch mit Websites stand. Hier tatsächlich bei dem größten Online-Marketplace vor 20 Jahren sah das Ganze noch so aus, dass man da, glaube ich, heutzutage tatsächlich kein Vertrauen mehr drin haben würde und auf dieser Seite wahrscheinlich eher nichts kaufen würde. Das hat sich dann aber auch geändert. Das zeige ich jetzt gleich. Ich möchte noch mal einmal hier ganz kurz darauf eingehen, wie klein tatsächlich auch die Produktbilder damals waren, wie aber auch unaufgeräumt eigentlich diese gesamte Seite halt an sich war. Das Ganze ändert sich dann 2014, nur 10 Jahre später, hat Amazon hier ordentlich nachgelegt, wesentlich größere Produktbilder mit einer Galerie hier drin, also mit einer Auswahl von mehreren Bildern. In dem Fall sind es jetzt hier tatsächlich 6 Bilder, die man nochmal zusätzlich, also die man hier insgesamt hat, plus ein Video nochmal, was dazu kommt. Und das ist tatsächlich ganz spannend, weil man einfach mehr Content zeigt. Und das ist auch ganz wichtig, da gehe ich auch nachher nochmal drauf ein, warum das so wichtig ist. Amazon geht dann in der jetzigen Zeit nochmal einen Schritt weiter mit AR-Funktionalität. Wir sehen tatsächlich bei Amazon immer mehr an AR-Content. Jetzt hier in dem Fall tatsächlich auch mit
ja, mit einem direkten Shopping-Erlebnis dazu. Und dann eine kleine Vorschau im Endeffekt auf in 10 Jahren. Das heißt jetzt gar nicht, dass die Vision Pro dann halt wirklich dort ist oder dass die Apple Vision Pro hier in 10 Jahren halt den Takt angibt. Das ist im Endeffekt eigentlich eher so ein Stimmungsbild, um halt einfach tatsächlich zu zeigen, wenn wir in den letzten 20 Jahren, in den letzten 10 Jahren schon so viel an Bewegung in dem Thema drin hatten, dann wird da definitiv noch mehr kommen, weil die Intervalle werden immer kürzer, es wird immer mehr Content verlangt und immer mehr Formate. Das sieht man auch hier nochmal in dieser Slide ganz gut dargestellt, denke ich. Früher gab es Produktbeschreibungen, also im Endeffekt auch das, was wir an der Litfaßsäule eben gesehen haben. Dann ging es rüber zu Produktbildern oder nur zu einem Bild am Anfang. Das wurden dann mehrere. Dann kamen Produktvideos dazu. Dann kamen irgendwann die 360-Grad-Ansichten dazu. Und die beeinflussen sich natürlich gegenseitig, logischerweise, ne? Also es kann natürlich auch sein, dass bei einigen Shops die 360-Grad-Ansichten vor den Videos kamen und so weiter. Im Endeffekt aber auch ganz spannend. Wir sind mittlerweile mittendrin in einem Umbruch hin zu AR, hin zu mehr Technologie im E-Commerce. Dazu wird es auch dann nächste Woche nochmal ein Webinar geben, wo ich nochmal ganz explizit auf AR im E-Commerce eingehe und da auch die letzten Mythen entkräftige oder entzaubern werde zum Thema AR im E-Commerce. Also im Endeffekt immer mehr Formate, man muss immer mehr bedienen und da ist auch tatsächlich kein Ende in Sicht. Dann gibt es noch ein anderes großes Thema, was auch immer größer wird. Hier auch tatsächlich mal anhand von einem Kundenprojekt gezeigt, wo es um Individualität geht, also in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen, in verschiedenen Konfigurationen Produkte darzustellen. Das wird immer spannender. Man möchte immer mehr auf die eigene Kundengruppe eingehen können. Und auch da wird immer mehr Content gefordert. Ja, ein Beispiel mal im Hintergrund, was da läuft, was auch, glaube ich, jeder kennt, die individualisierbare Coke. Nächstes Thema ist tatsächlich, glaube ich, auch allen geläufig. Da geht es im Endeffekt tatsächlich darum, dass das Thema Social Media immer weiter ansteigt und dass wir da immer größere Nutzerzahlen sehen, dass wir immer schnelllebigere Formate bekommen, immer bildgewaltigere Formate. Instagram hat es vorgemacht, dass wir praktisch nicht mehr in Textform, sondern in Bildform kommunizieren. Und jetzt mittlerweile halt auch über TikTok und Co., natürlich auch in Instagram, das Ganze auch über Videos machen. Und da verschiebt sich natürlich auch einiges. Also Content wird immer schnelllebiger. Wir kriegen eine immer höhere Frequenz in das ganze Thema rein und es wird immer mehr Content gefordert. Allgemein kann man aber auch tatsächlich sagen, und das muss man, glaube ich, auch gar nicht mehr mit weiteren Slides belegen, dass einfach immer mehr Online-Shopping dazu kommt. Also Online-Shopping an sich steigt einfach an und dadurch hat man auch noch mal einen wesentlich höheren Druck darauf. Also Kunden erwarten einfach, dass man die Produkte online auch vernünftig shoppen kann. Was brauchen wir jetzt dafür? Oder beziehungsweise noch mal so ein Stück weit, warum brauchen wir das? Warum wollen Kunden das haben? Warum wollen auch Algorithmen das haben? Vielleicht da einmal ganz kurz, bevor ich jetzt hier drauf eingehe. Auch ganz spannend, für die, die es noch nicht wissen. Algorithmen verlangen Produktbilder und verlangen Content. Das sieht man alleine daran, dass Amazon tatsächlich mittlerweile oder schon seit einer ganzen Weile sogar Produkte abstraft in der Suche, die nicht mindestens 6 Produktbilder oder Videos zur Verfügung stellen. Die werden einfach abgestraft in der Suche, das heißt, also man wird nicht mehr so gut gefunden und die Sales gehen im Endeffekt zurück. Das passiert von Seiten des Algorithmus, genauso wie Google das mittlerweile auch tatsächlich macht.
in der Suche, dass AR-Models zum Beispiel angezeigt werden können, auch das beeinflussen den Algorithmus, genauso wie es halt auch die Produktbilder und Co. tun. Also Content wird immer wichtiger, visueller Content wird immer wichtiger. Das ist aber nicht nur algorithmenseitig, sondern es ist tatsächlich auch so, dass wir das bei Kunden immer mehr sehen. Und das sieht man an den verschiedensten Statistiken. Also das sind jetzt keine Zahlen, die wir uns ausgedacht haben oder wo wir halt einfach von überzeugt sind, das sind wir so oder so. Aber wir haben das auch nochmal hier belegt im Endeffekt. Und somit sind 87% aller Online-Käufer geben praktisch die Produktbilder als wichtigsten Faktor für den Kauf ein oder an. Und das ist tatsächlich, ja, zum einen natürlich eine riesengroße Zahl, ist aber also ist auch wissenschaftlich zu erklären, weil der Mensch, das menschliche Hirn, ist einfach ein, visuell getrieben und kann Produktbilder in kürzester Zeit, also wirklich im Millisekundenbereich, erkennen und erkennt darüber auch tatsächlich mittlerweile, ob es qualitativ gut ist, ansprechend ist, ob einem das ganze Produkt halt zusagt oder nicht. Und dementsprechend ist dabei visueller Content oder jetzt in dem Fall tatsächlich das Produktbild enorm wichtig. Es ist auch nicht nur wichtig, dass es ein Produktbild gibt, sondern es ist wichtig, dass es viele Produktbilder gibt. 5 bis 8 Bilder pro Produkt verlangen zumindest US-Kunden und sind damit auch tatsächlich nicht alleine für eine Entscheidung im E-Commerce. Und das ist ja genau das Wichtigste, was wir eigentlich haben wollen. Wir wollen hohe Conversion Rates im E-Commerce haben. Wir wollen im Endeffekt, dass sich Kunden für unsere Produkte entscheiden. Und das ist einer der wichtigsten Faktoren dabei. Also zum einen überhaupt erstmal, dass man Produktbilder hat, dass sie qualitativ sind. Und zum anderen, dass man davon viele hat. Da gibt es noch andere Studien zu, die ganz klar auch belegen, dass ein Produktbild schon mal im Vergleich zu gar keinem Produktbild die Conversion Rate drastisch hebt. Und dann 2 Produktbilder im Vergleich zu einem die Conversion Rate nochmal um das Doppelte hebt, also 100% Conversion Uplift. Und das ist ziemlich verrückt und wird tatsächlich extrem unterschätzt. Und damit hat man eigentlich auch tatsächlich ein relativ einfaches Mittel, um die Conversion Rates, aber allgemein halt auch Branding und Co. halt einfach nach oben zu bringen. Denn das darf man auch nicht vergessen, wenn man auch als Marktplatz zum Beispiel unterwegs ist, ist das Produktbild, die Produktdarstellung auch Aushängeschild des eigenen Ladens. Das heißt also, wenn die Produktdarstellung schlecht ist, werden Kunden das automatisch auch mit auf die Qualität der eigentlichen Online-Plattform beziehen. Allgemein ist es aber auch so, dass wir halt noch zusätzliche Benefits davon bekommen, denn knapp die Hälfte aller Online-Shop-Betreiber berichtet davon, dass die Verbesserung der Produktbilder auch einen starken Rückgang der Retouren mit sich zieht. Auch das wieder relativ einfach zu erklären, nämlich dadurch, dass man das Produkt natürlich vorher besser erleben kann. Wir haben ja, wie ich eben schon mal sagte, so das Problem, dass wir im Endeffekt dezentral sind. Wir können logischerweise dadurch halt nicht das Produkt direkt erfahren und brauchen deshalb, weil wir nun mal eben visuelle Kreaturen sind, benötigen wir visuellen Content, um das ganze Produkt halt trotzdem erlebbar zu machen. Wir können es nicht anfassen, wir können nicht hingehen und daran riechen, dass vielleicht sogar schmecken und Co. Wir müssen im Endeffekt das über das Visuelle wahrnehmen können und das muss möglichst gut funktionieren. Und je mehr Bilder da sind, je mehr Details auch da sind, je mehr Ansichten von allen Seiten da sind, desto weniger falsche Erwartungshaltung hat man an so ein Produkt. Und somit sind halt solche Zahlen auch relativ einfach zu erklären und relativ einfach auch nachzuweisen. Allgemein auch da nochmal ein bisschen weg von den Produktbildern hin zu neuen Technologien, zu AR in dem Fall, dass aktuell, jetzt schon, also wir sind mittendrin, dass Kunden momentan auch schon AR als wirkliches Hilfsmittel sehen im Online-Shopping-Verhalten. Und diese Zahlen steigen rasant, das, wie gesagt,
werde ich auch nochmal berichten im nächsten Webinar nächste Woche. Also prinzipiell benötigen wir viel mehr Content. Und das ist tatsächlich eine ziemliche Mammutaufgabe, denn auch heutzutage ist die Content-Generierung für Produktbilder, für Produkte ja schon nicht ganz so einfach. Wir benötigen das ja auch für alle Kanäle und Co. Und da können wir definitiv helfen. Ich zeige jetzt hier einmal ganz kurz ein bisschen was, wie das Ganze aussehen kann. Hier tatsächlich mal ein kleiner Showreel von uns. Das sind alles schon, das ist alles schon 3D, das ist alles CGI, also Computer Generated Imagery. Und man sieht daran halt einfach, dass man Produkte durchaus sehr, sehr gut darstellen kann. Auch hier nochmal ein ganz schönes Beispiel. Diese Explosionsdiagramme kann man tatsächlich nur über CGI darstellen. Es geht theoretisch auch in der traditionellen Videografie, ist dann aber wesentlich aufwendiger, wesentlich kostenintensiver und hat eigentlich keinen Vorteil. Das aber nur so als kleines Schmankerl. Ja, wie kriegen wir das Ganze jetzt hin? Ich habe es schon ein bisschen vorweggegriffen. Wie wollen wir halt diesem weiter ansteigenden Anforderungen hier gerecht werden? Analogisch mit CGI und nicht mehr mit Fotografie oder sonstigen Hilfsmitteln. Warum das Ganze? Weil wir einfach wesentlich schneller damit sind. Wir sind flexibler, was zum Beispiel auch Anpassungen der Produkte angeht, was Etikettenanpassungen angeht, was Farbanpassungen angeht, was Modellanpassungen angeht, also Form-, Geometrieanpassungen und Co. Wir können das Ganze aber auch in verschiedenste Szenen reinstellen, die wir halt schon vorher vorkonfektionieren. Wir machen im Endeffekt auch tatsächlich die Zeit vom Prototypen bis hin zum Start of Communication wesentlich kürzer mit CGI, weil wir im Endeffekt halt das Fotostudio und alle Teile, die von einem Produkt schon eventuell fertig sind, schon vorproduzieren können und dann im Endeffekt nachher nur noch zusammensetzen müssen. Wir können Kamerafahrten vorher schon planen, die absprechen mit Kunden und so weiter und so fort, sodass wir halt dann wirklich, sobald die Produktion soweit ist, sobald die Fertigung soweit, die Produktentwicklung soweit ist und der Start of Communication dann immer näher rückt, sind wir dann auch wirklich zeitnah dann mit Content da. Das Ganze ist auch extrem skalierbar, dadurch, dass wir halt ein hohes Maß an Automation da reinbringen können. Ich hatte eben schon auch ganz viel darüber gesprochen, dass wir praktisch das auch in allen Content-Formaten machen können, plus nochmal zusätzliche, wie Explosionszeichnungen, AR und Co., die halt sowieso schon nur CGI vorenthalten sind. Ich zeige jetzt nochmal ein paar Beispiele, wo wir das für Kunden auch so realisiert haben. Einmal hier für Biodynamic. Sowohl Produktbilder, die hier entstanden sind von jetzt in dem Fall verschiedenen Produkten, als auch in dem Fall eine Animation, die hier entstanden ist. Aber auch AR-Modelle sind hierbei entstanden. Davon zeige ich auch tatsächlich dann nächste Woche nochmal etwas zum Thema AR und wie die Qualität da mittlerweile ist. Da ist man, denke ich, auch ziemlich erstaunt, wenn man da nicht mehr up-to-date ist. Anderes Beispiel hier nochmal, Zwilling. Ist ganz spannend, weil hier tatsächlich auch nochmal die Einfachheit gezeigt wird von so einem Materialwechsel. Also wir haben hier diese Aufbewahrungsboxen, die in verschiedenen Modulen kommen, also in verschiedenen Größen kommen, immer mit so verschiedenen Deckeln, die auch verschiedene Modulgrößen praktisch in der Breite und Länge haben, also nicht nur in der Höhe. Und dafür haben wir dann in verschiedenen Formaten auch Content ausgegeben. Das Ganze ist jetzt hier ein GIF, deshalb ist die Qualität vielleicht nicht ganz so gut. Das wurde auch für Social Media so ausgespielt, deshalb ein quadratisches Format hier, kann aber auch in anderen Formaten ausgespielt werden. Auch das nochmal ein Riesenvorteil von CGI. Wir können da alle Formate genauso ausliefern, wie es gewünscht ist. Genau. Oder hier nochmal für den Matratzen- und Bettenmarkt, da sind wir relativ groß drin. Das liegt unter anderem daran, dass tatsächlich die Qualität da sehr hoch sein muss. Und zum anderen aber auch eine sehr, sehr hohe Varianz drin ist. Das heißt also, diese Stoffe und Texturen
liegen in einer großen Stückzahl einfach vor. Das heißt also, wir müssen praktisch alle Stoffe bei allen Matratzen- und Bettenvarianten, bei allen Aufbauteilen hier darstellen. Das nochmal mit allen Füßen, die dazu da sind, allen Headboards, also praktisch hinten diese, hier sieht man es nochmal, die Headboards. Da kommen einfach große Stückzahlen bei rum. Und wenn man dann auch noch so einen Konfigurator bauen will, ist das mit Fotografie so eigentlich nicht mehr denkbar, nicht mehr machbar. Da braucht man dann CGI, um das Ganze halt vernünftig abwickeln zu können. Das haben wir aber noch in ganz vielen anderen Branchen gemacht und getan und tun es natürlich nach wie vor. Hier auch nur ein kleiner Ausschnitt von den Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben oder auch immer noch zusammenarbeiten, für die wir verschiedenste Produkte schon visualisiert haben. Allgemein ist E-Commerce ohne CGI nicht mehr denkbar und ist so auch nicht mehr machbar in der Zukunft. Da glaube ich fest dran, da glauben wir fest dran. Und wenn ich Sie davon auch oder euch davon auch überzeugen konnte in den jetzt knapp 30 Minuten, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir da in Kontakt treten und dann in Zukunft auch Projekte dazu besprechen. Ansonsten, habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber nächste Woche auch noch das AR-Webinar, wo Mythen entzaubert werden rund um AR. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Vielen lieben Dank, euch noch einen schönen Tag und besten Dank fürs Zuschauen. Ciao.